Okay, es ist Zeit für hoffentlich den letzten Teil von Undines Reise durch Dark Souls 3. Wir haben das jetzt nur aufgehört direkt vor ihr hier. Wir haben den Weg zum Boss freigeschaltet. So, ich erinnere mich an den Bosskampf. Von daher wollten wir einen Ring auf jeden Fall austauschen. Wir können den Ring Havels, den können wir jetzt noch nicht austauschen. Das ist blöd. Ring of Steel Protection ist im Moment noch relativ hilfreich. Chlorine Free Ring möchte ich behalten für... Sag schon. Weil Ausdauer einfach mit unserem neuen Schwertspeer einfach so richtig reinzwiebelt. Ich würde deshalb sagen, wir nehmen einfach mal den Hornissenring dazu. Weil wir werden viel backstabben gegen sie. Ich meine, es sind zwar ein paar Seelen weg, aber wir kriegen eh die +3-Version von dem Schlangenring und von den ganz anderen Ringen im nächsten DLC. Hat sie irgendwas zu sagen? Be forewarned, eager Ash. Should this world wither and rot, even then would Ariandel remain our home. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Leave us. Ja, okay. Once again. Not enough bloody etched. My flail. Bring me my flail. Ah, Frida. What stops thine ears? Please, my flail. Right away. Hallo? Hi Creative, willkommen zum Stream. Misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. Eine Kriegernonne. Mann, ich wollte sie backstabben. Ah, das war delayed. Müsste sie nicht. Normalerweise ist sie doch verwundbar nach dem Sprung, dass man sie backstabben kann.
Na, da stand sie jetzt ungünstig. Jetzt konnte ich nicht hinter sie. Aber ich brauche viel zu viel Estus. Das ist das Problem. Doch, es stört dich nicht, wenn ich einen gesamten Kanal auf meiner Festplatte habe. Für die Wissenschaft, natürlich. Ja, du hast gesagt 630 GB. Sind da auch die ungelisteten Sachen dabei? Ich hoffe nicht. Ich meine, die sind aus gutem Grund ungelistet. Wir müssen ihn erwischen, weil er richtig gut Damage nimmt. Klar, es trifft ihn natürlich nicht. Ich glaube, ich finde Phase 2 sogar, was heißt noch am schwierigsten, aber irgendwie am nervigsten von den beiden. Weil es ist, man muss Friede im Auge behalten. Aber eigentlich will man ihn angreifen. Hi Ebel, willkommen zum Stream. Ich versuche jetzt Videos mit 360p runterzuhalten, das zu schon mal. Das ist aber auch weird. Also, das bringt dir eigentlich wirklich gar nichts. Aber Jane Downloader hat bei mir irgendwie gar nicht funktioniert für YouTube. Damit habe ich auch mal experimentiert.
Wo war sie denn jetzt hin? So, sie ist hinter mir. Aber sie macht ihren Angriff nicht. Leute, ihr müsst aufhören, die Belohnung für die anderen Spiele zu redeemen. Es bringt nichts. Ja, jetzt macht er sein Ding. Jetzt fies. Die dürfen einen nicht zusammentreffen. Das ist wie ein bisschen wie OS, aber. Deswegen ist eigentlich, will man ja ihn angreifen und sie, wenn sie versucht zu heilen, aber man kann sie halt auch nicht komplett ignorieren. Ich glaube, Phase 3 sollte eigentlich aber wieder einfacher werden, weil es nur ein Gegner ist. Und ich finde. Jedes Moveset eigentlich ziemlich gut zu predicten. Irgendwie springt sie auch immer hinter mich. Thank you.
Ich bin doch gerollt. Ah, jetzt hat sie geheilt. Mit drei Estus im Black Flame Friede weiß ich aber auch nicht. Jetzt ist sie schon wieder am Heilen. Der Kampf lief auch nicht gut. Ich glaube, ich muss meine Ember einsetzen, wenn als Heal noch zusätzlich einsetzen. Aber eigentlich ist sie in der zweiten Phase auch gar nicht so aggressiv. Also sie nimmt ja eigentlich nur ihre Fernangriffe. Wo ist die hin? Hä? Sie hat sich einfach gerade hinter ihm versteckt.
So. Wir müssen nur dem Eis ausweichen. Heftig macht er bitte Damage mit einer scheiß Schüssel. Alter, wieso macht sie keinen Backstep? So, Phase 3.
auf. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Na, Wesensphase 3 auf Anhieb, wenn auch sehr knapp. Phase 2 einfach das härteste. So, können wir danach endlich den einen Ring ablegen? Mayst thou thy peace. Moment. So, pass auf, den benötigen wir jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt dafür den Ring wieder haben will und den Ring. Dex. Der ist potenziell gut, aber... ist eigentlich immer noch zu wenig. Ich glaube, die Ringe werden ja noch mal ein bisschen schwer. Also ein Level-Up müssen wir hoffentlich noch so hinkriegen. Wie viel brauche ich? Ich brauche 80.000. So, Soul of Heimlord Volnir. Ich müsste eigentlich noch transposen können, ne? Heimlord Volnir hat Black Serpent. Das ist eine Pyromancy. Und das Schwert, das wollen wir auch nicht. Das heißt, Volnirs Seele können wir aufgeben. Dann Osiris. Das ist eine Zauberei. Ich weiß nicht, ob das so nützlich ist. Deep Soul haben wir nicht mehr. Old Demon King. Chaos Bad Vestiges. Und der Hammer. Jetzt haben wir genug. Ashenbaum wishes them either rather than hate. Eigentlich wollte ich ja nur noch bei der neuen Lady ab leveln, aber
ist mir jetzt gerade egal. So. Ab ins letzte DLC. Your head's square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Keep your marbles intact, love. At least until I lose mine. I've nothing. Well, that you think an old... Okay, aber auch nichts Interessantes. Keep your... So, Ring of Steel Protection. Macht gewichtstechnisch schon mal keinen Unterschied, aber müsste uns etwas höhere Absorptions geben. Jetzt mal kurz gucken, wenn wir jetzt physisch haben wir 28,3 und wenn wir jetzt auf Dings gehen, haben wir 23. Moment, möchte ich gerade die einen plus 3 Ringe haben. Ich glaube, es gibt von allen Ringen bis auf einem, von denen wir benutzen, eine plus 3 Version hier.
Silberner Schlangenring. Mal gucken, ob wir den Chlorinfeering von alleine finden, weil den will ich haben. Wir brauchen so viel Ausdauer für unsere Waffe. Okay, ich vermisse hier einen NPC, aber das ist nicht schlimm. Ich finde die Quest eh immer anstrengend. So. Okay, das ist erst in der Stadt selber. So, das war gut. Ich ging davon aus, dass wir jetzt hier abstürzen. Okay, nee, da ging es nicht rein. Okay, müssten hier nicht auch noch welche von den Viechern sein? So, hier gab es auch irgendwie einen Trick, wen man zuerst killt. Das hat auch Auswirkungen auf Phase 2.
Aber physischer Schaden ist gar nicht mehr so viel. Aber wir haben nur 4 Estus für Phase 2. Und es ist auch noch der Gifteffekt drauf. Das hätten wir vermeiden müssen. Den Kampf hier können wir knicken, glaube ich. Und das ist immer nice. Sagen, dass nicht cancelbar ist, ist auch super nervig.
Ja. Au. Yikes. Das hätten wir sogar noch schaffen können. Super. Ich brauche unbedingt nochmal diese Blütenkräuter.
Wo gab's die Kräuter, verdammt? Shrine Handmade. 1000. Jemand hat vor kurzem auf archive.org. Moment, war das nicht, das nicht Wayback Machine? Ich sehe nix. Spiel. So, mit 12 Estus und ohne Gift in Phase 2. Das ist doch vielversprechend. Verdammt wenig Damage.
Oh, das war jetzt aber um Haaresbreite. Komm, mach doch mal ein paar Angriffe, damit ich punishen kann. Komm schon. Ich hab kein Estus mehr. Ich hätte jetzt nichts gegen einen Backstab. Ist das normal, wenn die Festplatte wie eine Kettensäge klingt? Das habe ich mit meinem CD-Laufwerk gehabt, als ich das die Tage mal wieder benutzt habe. Sollte man meine ganzen göttlichen Segen, die ich gesammelt habe, mal wieder in die Hotbar packen. Das hätte uns jetzt, glaube ich, gerade den Arsch retten können. Sonst noch irgendwas, was uns HP wiedergibt? Nein, ne? Aber dass der in der zweiten Phase so wenig Damage nimmt, also 150, ist halt echt wenig. Als ob der so hohe Resists gegen alles hat. Im Nahkampf ist ihr Moveset relativ predictable.
Ich erkunde gerade meine 16. Festplatte mit ganz wilden Stellen gelandet. Hä? Was musst du denn an deiner eigenen Festplatte erkunden? Wieso hast du keine Ahnung, was auf deiner eigenen Festplatte ist? Das lief nicht so gut wie vorhin. Ich bin nicht sonderlich organisiert. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen könnte. So viel zum Thema, das Ding ist Full Heal. Du dürftest jetzt gerne mal staggern, hallo! Ja, komm.
Pass mal auf, wo gibt's den Feuerresistenzring? Ja. Da haben wir 13 von 1 von 44. Die Zahlen, die du nennst, sind dann die Zahlen von Dateien, die ich in den Chat schreibe. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Einfach komplett nur eine Datei namens Inst mit Exe. Was ist das? Das war ja klar. Das Ding ist, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mal mit Spook. Oder doch? Yo. Das Ding gibt uns dann nämlich nochmal 13% weniger Feuerdamage on top von den Resistenzen, die wir sowieso schon haben. Und damit sollten uns die Prinzen generell ein bisschen weniger zermürben.
In den Untiefen der Festplatte existiert ein Ordner namens Gordner. Klingt nach einem Typo, als etwas mit Sinn und Verstand. Gordon habe ich damals mit Absicht geschrieben. Okay. Keine Ahnung. Sind wir natürlich mit dem Ring einfach schlechter als ohne. Plotfist, ich habe die Festplatte gebraucht geholt und vom Vorsitzenden die Daten wieder hergestellt. Yikes. Ja, da habe ich jetzt noch so einen schönen Spruch gelesen, so von wegen Deutschland, so die Leute kriegen total die Panik, wenn ihr Haus bei Google Street View zu sehen sein soll und wollen alles rauspixeln lassen und im nächsten Moment verkaufen sie ihr Handy, ohne die Daten ordentlich zu löschen oder ihre Festplatten.
alten Dark Tribe Editor von mir. Meinst du der, der den Skript macht mit den entsprechenden Mana-Kosten oder wie war das? So, jetzt macht er seinen Angriff zu Ende. Jetzt muss er erstmal. Hä? Müsste er jetzt nicht. Hä? Normalerweise ist der doch immer gestaggert, wenn ich den Dude besiegt habe. Und dann konnte ich doch richtig schön punishen. Laut Windows Defender ist der Darktribe Editor wenigstens schon mal kein Virus. So, 11 Estus. So, den Angriff hat er vorhin auch einfach gar nicht machen wollen. Den Angriff sehe ich immer zu spät. Yo, jetzt kriegen wir mal einen Repost rein. So die ganze Zeit nicht, aber leider hat das auch nicht so viel gebracht. Wir machen irgendwie keinen Damage gegen ihn. Komm aus der Ecke da raus. Ich dachte, er macht geradeaus. Diesen Angriff, ne, den sehe ich einfach nicht. Ich erkenne ihn einfach nicht, wenn ich ihn erkennen müsste. Drei Estus? Ich glaube, das schaffen wir nicht.
nicht. Ja, das können wir jetzt punishen. Yo. Komm. Ja, endlich. So, dann, was hatten wir hier drin anstatt dessen an dem von dem Ring? Lloyd Sword Ring. Estus-Ring ist wahrscheinlich im Moment recht useful. Wo ist jetzt das Bonfire? Da. Ich habe den Dark Map Editor nochmal gefunden. Ich glaube, ich habe den nie richtig benutzt. Ich habe gerade alte Konzeptzeichnung von mir gefunden für ein Perpetuum Mobile. Was? Was hast du bitte? Einfach. Du hast Sachen da drin. So, Endurance. So, noch kriegen wir zwei daraus. Genommen. Falsches Bonfire. Ich war schon schnell erst hier auf Inso noch zurück. Das ist aber auch sehr spezifisch. Also wie gesagt, bei mir ging es. Bei mir ging es der Film auf Windows 10 mit relativ überschaubarem Aufwand. Ich glaube, bei meinem Freund haben wir es nicht mal hinbekommen, das zu installieren. Deshalb hat er dann die History Edition halt gespielt mit erst mit Enhanced Edition, jetzt mit Tetris United. Sonst müsste sich den SV-Editor aus dem Internet kaufen und dabei noch gratis Viren gönnen. Ja, das sind. Das ist bestimmt Stoff für so ein Video von wegen dumme Single, die ich als Kind gedacht habe. Au.
war es hier. So, und ich habe früher gedacht, Siedler wäre schwer, weil ich nicht klar kam. Aber gut, wenn man halt auch immer nur ein Sägewerk baut, ein, zwei Steinmetze, darf man sich halt nicht wundern, dass man nicht genug Rohstoffe hat. Die hätte ich einfach ignorieren müssen. Ich will nicht die 60.000 Seelen jetzt verlieren. City. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Many of us, I speak of them. Was sind das bitte für Angriffe? Jo, das ist ja so eine Weisheit, dass man tun, lernen sehen, so leben soll, dass das Kind, das man früher war, stolz wäre. Was war hier nochmal? Nichts. Eine Ember. Wie es nicht so leben kann, muss noch viel passieren. Warum?
Bin mal so 40 oder 15 Minuten weg. Tu dir keinen Zwang an. Ich bin immer hier. Wieso tötet... Wahrscheinlich tötet mich jetzt einfach so eine bloße Präsenz hier, ne? Es ist ja Fluch. Okay, 108.000 brauche ich. Diese Gegner arbeiten aber auch immer sehr gut im Team zusammen. Tausend Seelen hatten die. Leider bleibt man hier aber auch jetzt mit dem Speer ständig hängen. Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. As I thought, such memories were lost by thy kind long ago, and so it is ye who yearn for darkness.
Kannst du jetzt bitte mal aufhören, so ein Damage-Sponge zu sein? Give thy memory a nudge, and name thee thy god. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the Princess Filianor, matriarch of the Church. They who are kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Please, I bid thee take not from the princess her peace or rest. As the fire waneth, does she lie by the dark, all for the sake of man. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medea is his name, and the arch-dragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, returned, he remaineth, to watch over the sleeping princess, true to the old call. And yet, I would have thee put the dragon to rest, before the dark consumeth him, and his vows are forgot. I offer my sincerest gratitude, thou who art kin to God's name. Please, take this. I have asked a thing most terrible of thee. May this token of thanks be of aid. So. So viel dazu, dann haben wir nämlich auch einen Grund, mit dir zu töten. Können die mal bitte aufhören, dich ständig zu schubsen und meine Angriffe zu unterbrechen? Ey, das sind die nervigsten Gegner in dem ganzen Gebiet im Moment. Der Erfolg kommt eh nicht hin hier. Jetzt habe ich Estus gewastet. So, der NPC-Invader taucht offenbar nicht auf. Ah, bitte jetzt nicht die Seelen verlieren. Ich krieg den Weg hier aber auch nicht mehr komplett zusammen.
So, gab es hier irgendwo einen Shortcut oder einen Bonfire? Ich erinnere mich nicht mehr. Hier war ein Bonfire. Da gab es nochmal einen Shortcut. So, das hier bringt uns aber noch nicht weiter. So, in die Kathedrale will ich nicht rein. Und schön die Klappe runter. Na gut, wir haben das Bonfire gehabt, also so schlimm ist es nicht. Ich glaube, nach dem nächsten Shortcut sollten wir nochmal gerade nach dem Weed-Ring gucken, ob wir an den schon rankommen.
So, hier ist, glaube ich, ist hier schon der Shortcut? So, ich mal gucken, ob das gleich das richtige Bonfire schon ist. So, Strength. Wie viel kriegen wir raus? 3 Damage. Ja, nicht übel. Endurance gibt uns aber nochmal 3 Ausdauer. Das ist, glaube ich, im Moment sinnvoller. Ring City Streets, Ring City Inner Wall. Okay, bei Shared Graves sind wir noch nicht. Wäre auch zu schön. Show Humanity. Da gab's irgendeinen Trick, ja. War das nicht irgendwie mit den White Branches? Komm zurück, Creative. Warte mal, ging das nicht mit dem Chamäleon-Zauber auch? Spook, wo ist Chamäleon? Hier. Wie lange war ich an den 15 Minuten? Du bist sogar drüber. Wie kannst du nur? Wie war das? Muss man nicht sogar noch extra noch ein Item besitzen? Der steht einfach da und will einen wieder rausschubsen. So extra als Diss. Tut mir leid, dass ich mich hier mit deinen Wahnvorstellungen alleine gelassen habe. Du bist doch meine größte Wahnvorstellung. Danke, Dark Souls. Einfach ein One-Tap. Ey, komm, das wäre der ultimative Plot-Twist, wenn sich herausstellt, dass du meine Wahnvorstellung bist und ich die ganze Zeit Selbstgespräche führe und einfach niemand, einschließlich meines Verlobten, sich traut, mir die Wahrheit zu sagen. Gibst du, das wäre super lustig. Oder traurig, wie man es nimmt.
Hey, Medir gibt einfach auch hier ganz schön ordentlich Seelen. Zu dir kommen, dich von meiner Echtheit zu überzeugen. Erinnere mich daran, dass ich dir mal später ein Video schicke. Dark Spirit Moaning Knight. Hey, ich bin heute aus allen Wolken gefallen, weil ich erfahren habe, dass die Schauspielerin von der maulenden Myrte aus Harry Potter, die war einfach, als sie den zweiten Teil gedreht haben, war die einfach schon 37. Und ich habe mir gedacht, wie bitte? Okay, Staggern ist bei ihm nicht. Was will ich? Ich habe an Hogwarts Legacy tatsächlich im Moment wenig Interesse. Ich schließe nicht aus, dass ich es irgendwann mal spielen werde. Aber das Spiel sieht jetzt auch nicht so krass aus, nachdem was ich gesehen habe, dass ich meine Regel breche, dass ich einen Vollpreistitel nicht zu Release kaufe. Ich finde dieses Gebiet total nervig, wisst ihr? Gehst die ganze Zeit im Kreis, hältst immer runter und weißt nicht mehr, wo du bist. Okay, klar, ihn interessiert das natürlich gar nicht. Hier müssen wir raus, oder? Nee, von hier kamen wir. Wie komme ich hier wieder raus? Hier. So, Shared Grave.
Okay. Dein Text tust du mich schon hier mit dem öffnen zur Verfügung stellen. Ich mhm. Da hat tatsächlich da gibt es tatsächlich ein neues Video von Last Week Tonight dazu, zum Thema KI. Sie haben letztes Jahr, glaube ich, schon eins gemacht als zum Thema Kunst-KI und jetzt ging es halt speziell um Chat-GPT und so Sachen. Okay, ihn sehen wir nicht zum letzten Mal.
Ah, hier ist Clorin. Ja, hier ist der Ring. Irgendwie musste man da von oben drauf fallen. War das nicht hier, wo leer ist? Nein. Hier? Jetzt einfach, ja stimmt, hier halten einfach zwei Bonfire für denselben Boss her. Hier war eine Wall, aber wo? Weil der Boss-Run zu Medea ist ja eine totale Katastrophe. So, Weed Ring plus 3. Wirklich stärker werden wir jetzt nicht mehr. Dark Stone Plate Ring, das interessiert mich noch. Den werden wir vielleicht brauchen. Okay, holen wir gerade. Joseph Sullivan. Okay. Ich glaube, ich weiß wo. So, Dark Stormblade Ring. Dann haben wir den auch. Das ist das falsche Bonfire.
Das ist auch das falsche Bonfire, Leute. Ich müsste vielleicht mal aufpassen. Das verpasst? Nö, ich habe nur den einen Ring geholt. Den brauchen wir später. Oder ist später sollte er zumindest hilfreich sein. Freust du dich schon auf The Undying? Ich weiß nicht, ob das halbe Internet deine Stimme haben wird. Ich glaube, meine Stimme ist nicht so beeindruckend. Ich bin mal gespannt auf den Bosskampf hier. Der Clou an diesem Boss ist, dass man hier unter Umständen gegen einen anderen Spieler kämpft. Klingt halt wie eine normale Text-to-Speech-Stimme. Bruh. So, Speer der Kirche gegen Speer der Gerechtigkeit. Aber er hat ein paar absurde Kombos drauf. So, der
der Bruder hier heilt ihn, deswegen müssen wir ihn auf jeden Fall killen. Noch läuft's gut. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich sollte vielleicht nicht in die Speere rein dodgen. Schon. Er ist fast down. First try. Das war 130.000 Seelen. Nur seit wir die ganze Zeit eine Text-to-Speech-Stimme. Ja, sogar im Livestream. Zugegebenermaßen, ich kenne sogar eine YouTuberin, also was heißt kennen? Also kennen im Sinne von, ich habe ihre Videos geguckt. Eine Warframe-YouTuberin, die Videos mit der Text-to-Speech-Stimme gemacht hat, weil sie stumm ist. Komm, wir brauchen noch mehr Seelen. Ich will jetzt nicht mit ewig vielen Seelen rumrennen. Wie viel brauchen wir? 112.000. Das sollte eigentlich drin sein, oder? Yo. Da müssen wir Leuten klarkommen, die Kommentare schreiben, wie genau benutzt du Text-to-Speed. Na gut, ich glaube, die Leute wussten, sie haben ja auch ein Patreon extra gemacht, weil, damit sie das finanzieren konnte, weil die Stimme, die zu ihr passt, halt irgendwann kostenpflichtig wurde oder sowas. Aber es war halt auch relativ schnell einfach bekannt, dass das auch einen Grund hat. Und ansonsten hat sie dich halt verbal auseinandergenommen, weil sie halt Sass ohne Ende hatte. Quiet Shy, beziehungsweise ich glaube, der Kanal heißt, glaube ich, immer noch Quiet Shallow, weil der erste Kanal ist irgendwie gelöscht worden oder so. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt noch aktiv ist.
Also wenn Undyne vorher noch keinen Grund hatte, das Ende zu wählen, was sie wählen wird, hat sie jetzt einen. Filiano. Help me, please. The Red Hood is come to eat us. To eat our dark souls. Handed over that thing, your dark soul, for my lady's painting. Also Creative, die Idee ist bestimmt lustig, aber... Ja, das schaffen wir gerade nicht. Du wärst Undyne, sie Undyne gewesen. Yikes. Ich will bei diesem Boss noch nicht auf Undyne, sie Undyne gehen. Weil Undyne, sie Undyne wird alle übrigen Bosse trivialisieren.
spielst einen Rollensimulator. Ja, dezent. Ich habe keine Ahnung, wenn du zu anderen, die Undying werden willst. Ich meine, das hier ist sozusagen der letzte Boss in gewisser Weise. Halt nicht vom Hauptspiel, aber vom DLC. Und wenn man die DLCs zum Schluss spielt, ist er sozusagen der letzte. Es gibt noch einen optionalen Boss. Für den will ich Undying, die Undying werden. Und dann halt nur noch halt den offiziellen Endboss, der dann so oder so eigentlich keine Riesenhürde mehr für uns wäre. Das Ding ist, ein Sans Run würde voraussetzen, dass wir eigentlich bis in die zweite Hälfte vom Spiel kommen ohne einen Angriff. Naja, es gibt nur einen Zauber, der wirklich dazu geeignet wäre, Gastablaster zu imitieren. Gaster selber, zumindest Glitchtail-Gaster, könnte man wahrscheinlich noch relativ gut darstellen. Meinst du, Sans kann leveln, wenn er töten würde? Das ist, glaube ich, sogar die Prämisse einer Undertale-Fanfiction. Nicht überraschend. Wobei auch diese Fanfiction davon ausgeht, dass er sich an bisherige Runs erinnern kann. Was halt einfach komplett inaccurate ist.
Wieso von Dusttale? Ja, ich glaube, das war Dusttale. Wo er dann selber anfängt, alle abzumurksen. Zu viel Estus.
Ich trade gerade überhaupt nicht effizient mit ihm. Aber ich finde ihn schwer zu lesen am Ende. Ist auch irgendwas, was wir austauschen können. Ich meine, gut, wir können den Schlangen reden, der bringt uns jetzt auch nichts mehr. Was für Damage-Types macht der? Dark und Frost Damage, also der Dark Stoneplate Ring hilft uns jetzt auch schon. Spiele, die ich dir empfehlen würde. Ich komme nicht dazu. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen Plague Tale angefangen und ich muss trotzdem gucken, dass ich mal das nochmal zu Ende spiele und nicht einen neuen Dark Souls Run anfange. Ich weiß nicht, ob das eine Sache vom Alter ist, aber irgendwie... Irgendwann willst du einfach nur noch die Spiele spielen, die du eh schon kennst. Eigentlich total traurig. Warum soll Outer Wilds spielen mein Problem lösen?
Da, wie oft überleben, wenn ich dir heute um Haaresbreite. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass wir irgendwie mit einem Hitpoint überleben. Ich hab doch Rollen gedrückt. Spiel, hör jetzt auf. Es reicht. Ja, der Ring bringt auch rein gar nichts. Strike Damage Frostbite und Poison ist er gegen anfällig, das bringt uns nichts. Ist resistant gegen Slash Damage, gut, da haben wir jetzt nicht wirklich eine Wahl. Man kann ihn reposten, wenn man ihn trifft. Okay, man soll ihn angreifen. Das ergibt Sinn, man soll ihn angreifen, wenn er nicht mehr rot leuchtet. Weil das signalisiert, dass er müde ist.
Ich meine, was man versuchen könnte, aber dafür müsste man halt seine Faith Points einplanen. Jetzt, ob man versucht, am Ende ihn mit Soul Spear anzugreifen. Ist eigentlich nicht speziell resistent gegen Magic. Komm, hör auf, rot zu leuchten.
So, und das war es auch schon wieder mit Zaubern. Kann der jetzt nicht einfach mal sterben? Also die Outer Wilds halt Depressionen und bringt einen vielleicht zum Weinen. Meinst du? Ach, hängt die jetzt in der Kapelle rum?
Ja, die Outer Wilds soll ja auch super sein. Ashen One, thy gift of flame has taken root, and Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment, colored like the dark soul of man. I wonder if Uncle Gale has found it, the pigment, colored like the dark soul of man. I wonder the pigment. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. My thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gale intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting of a cold, dark, and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. My thanks, I will assure. Ich glaube, dazu wird Andine auch was zu sagen haben im Video. So, ich hoffe, dass ich jetzt beim ersten Versuch direkt, weil ich werde sterben, davon gehe ich aus. Aber ich hoffe, dass ich direkt eine Death Animation kriege, die halt auch fürs Video gut ist. Wobei, warte. Wir haben gerade so viele Seelen, wir können einmal leveln. Macht zwar keinen Unterschied im Moment, aber wir tun es trotzdem. Baldi's Basics. Ja, der Name sagt mir was. Das ist doch dieses Spiel in der Schule, was so ein bisschen so eine Parodie auf Slender und so ist. Wenn du mal Bock auf einen richtig dummen Stream hast, kannst du das auch mal spielen. Nein, es ist irgendwie nicht so meins. Dating Simulator. Das war eine einmalige Sache. Und ganz ehrlich, das hätte auch rein auf dem Wort-Channel bleiben können. Ich hatte es ja in vier Videos aufgeteilt für
Für den Hauptchannel. Klar, das zählt natürlich nicht. Was ich unbedingt vermeiden will, aber was ich nicht garantieren kann, ist, dass ich nicht auch als Undying sie an Dying sterbe. Hier ist schon klar, dass ich auch noch irgendwann mal Stardew Valley Ende spielen muss.
Also nur wie ich das im Moment beurteilen kann, würde ich sagen, als Undying, sie Undying, müssen wir uns hier bei dem Kampf hier keine Sorgen machen. Ich habe ihn jetzt schon halb down. Okay, das ist genau die Death Animation, die ich haben wollte. Ich hoffe, dass das mit dem Footage dann so hinhaut. Dass da genug Zeit für eine kleine Transformationssequenz ist. Omori wäre auch ein Spiel, das jetzt 100% gefallen würde, das vielleicht sogar eine Text- und Speech-Stimme wie dich zum Weinen bringen könnte. Ja. So, pass auf, wir brauchen mal kurz das. Denkst du, geht ein Stream von dir im Schnitt 4 Stunden im Moment? Ich muss auch mal wieder Minecraft streamen. Aber im Moment fehlt mir so ein bisschen die Motivation zu bauen. So, jetzt ein bisschen Magic. Wir juicen jetzt erstmal unsere Stats. Ich mache nicht alle voll, aber die, die wichtig sind. Nee, wir machen einfach so Pause und zwar bis endlich vertikale Slaps eingeführt werden. So, wild, dass wir auch schön fast rollen können, weil wir werden auch gleich eine andere Rüstung anziehen. Physischer Schaden geht das natürlich auch nochmal gut, Resistenz. So, Strength. Mal sehen, ich bin mal gespannt, wie viel Damage wir da rauskriegen, weil ab 40 bringt es eh nicht mehr viel. Der einzige, letztendlich bleibt der einzige Stat, der nicht vollgemacht wird, Luck. Weil es kein Mensch braucht. Wir sind einfach über Level 700. Okay, wir sind gerade am Limit. So, dann machen wir es erstmal so. Hey, wir haben immerhin schon mal 80 Damage mehr, dafür, dass wir 400 Level-Ups mehr machen.
So, und Faith. Faith bringt uns ja... Gut, es gibt uns Dark Resistance. Gibt uns das noch irgendwas? Nicht wirklich, nur Item Discovery. Okay. Also mit den Stats würde ich hoffen, dass wir mit dir sowas von zerlegen. Dazu muss ich sagen, deshalb meinte ich auch, mit dem Charakter kann ich auch nicht mehr in NG Plus dann gehen. Also könnte ich schon, aber es wäre halt maximal sinnlos. Wenn ich mit Gaster spielen würde oder so, der hätte halt sowas hier nicht. Asriel vielleicht noch mit seiner God of Hyperdeath Version, aber das war es dann auch. Unsere Health Bar ist jetzt einfach ohne Ember schon länger als vorher mit. Oh mein Gott, ist das jacked. So, irgendwas wollte ich gerade noch wissen. Genau, wir müssen noch unsere Sachen ändern. So, pass auf. Undyne muss natürlich auch entsprechend angezogen sein. Deshalb habe ich extra Black Knight Armor gefarmt. Was müssen wir jetzt eigentlich für absurde Resists haben? Ja, gut. 38% weniger physischen Schaden, 31% weniger Dark. So, Estus Ring. Chlorinfy Ring, Steel Protection, Dark Stone Ring. So. Ich bin gespannt. Also, die Soul of Cinder wird damit natürlich auch ein absoluter Witz, aber ganz ehrlich, wenn du mit dir schaffst, egal wie, dann ist Soul of Cinder halt auch egal. Und ich habe mir die ja auch schon mal legit besiegt, so ist es nicht. Zwar mit einem Faith-Build auf Range, aber ich habe ihn besiegt. Und da wir in Dark Souls 2 schon nicht mit Undyne sie Undying spielen konnten, oder beziehungsweise es keinen sinnvollen Grund dafür gab, und wir endlich hier wieder einen würdigen Gegner dafür haben, mache ich es hier. Also bevor sich die Wortleute, die das hier sehen, beschweren. Nicht, dass es wichtig wäre, weil... Das ist für ein Video. Für ein Video mache ich, was ich will. Oh, wait. Wir haben noch nicht die Spells. Ich will auch mal gerade gucken mit den Spells. Ich werde zwar wahrscheinlich nicht so viel mit Zaubern machen, aber... Mal gucken. 450 Faith Points haben wir ja. Oder Focus Points haben wir zum Verbrauch. So. Crystal Soul Spear. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nicht wirklich. Pestilent Mist können wir mal mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass wir es brauchen werden. Habe ich Fast Roll? Shield of Wand ändert halt auch nicht mehr wirklich was, ne? Und ich glaube, selbst mit Shield of Wand müsste ich noch Fast Roll haben. Deltarune wird ca. in 30 Streams ausgesehen haben. Ja, irgendwie. Deltarune, ich glaube, Deltarune ist auch kostenlos, ne? Ja, also das kann ich mir sowieso zwischendurch irgendwann dazwischen schieben. Ich bin ja schon froh, Glitchtail kam ja jetzt neues Video zu Hate Origins. Okay, ja, ich glaube, das könnte man mit einem Magiebild sogar schaffen.
Also zumindest jetzt mit 99 Int. Ich glaube, ich habe noch nicht mal den Zauberstab geupgradet. Aber ich nehme gerade viel mehr Damage, als ich sollte. Aber wir machen auch mehr Damage als vorher. Ich hatte wohl das Moveset voll drauf. Das lief viel schlechter, als jedes Recht hatte zu sein mit Level 700, aber gut. Willst du was Trauriges etwas durchhören? Das kommt drauf an, ob das etwas ist, was du öffentlich sagen willst. Aber was meinst du mit deinen kleinen Analysen? Ist also, dass du das zeitlich für dich einordnen kannst, what? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Ich habe über die ganzen Spiele Schätzungen geschrieben, wie viele Streams sie benötigen würden. Ja gut, wenn du ungefähr weißt, wie lang die sind und du weißt, wie lange meine durchschnittlichen Streams so sind, ist das ja auch an sich nicht schwer. Mal eine andere Frage. Wie viel Nutzlosium besitzt du? Alter, 900. Die Soul of Cinder ist jetzt einfach unsere Bitch. Brauchst du diese Info? Ich bin gerade neugierig, wie oft du die Belohnung kaufen könntest, wenn ich das mit den Bäumen auch über Kanalpunkte möglich mache. Soul of Cinder macht einfach keinen Damage. Ich bin so overleveled für diesen Kampf. Great, ich kenne diese Musik, ja. Blin, blin, blon. Ist das gleiche Leitmotiv wie bei Gwyn. Das ist so die Musik, die ich ihn zum Weinen bringen könnte oder so. Sieht es halt auch gut. Was sagst du jetzt mit uns Nutzlosium-Menge? Halte ich für angemessen. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass.
Ashen One, hearest thou my voice still? Okay. Wir sind durch mit Dark Souls 3 als Undyne aus Undertale. Jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche, dass ich das dann auch zum Video schneiden kann. Ich habe den vierten und den fünften Stream gestern fertig geschnitten. Wobei ich da noch nicht so ganz zufrieden bin. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen nachbessern. Kam Undyne sie in Dying schon? Ja, im Kampf gegen Midir. Wo ich sie so massiv überlevelt habe und ihr die schwarze Rüstung gegeben habe. So wie damals auch gegen Manus in Dark Souls 1. Ich habe Undertale nie selber blind erlebt. Ich auch tatsächlich nicht. Ich habe Adam Millards Video dazu gesehen und dann habe ich irgendwann auch angefangen, Glitchtale zu schauen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, bringt das jetzt noch was, das Spiel überhaupt zu spielen, wenn du es eh schon alles weißt? Aber ja. Vor allem, weil da viel auch an Details ist, was halt die ganzen Fanfictions halt schön ignorieren, weil... Ganz ehrlich, in den ganzen Fanfictions geht es eigentlich immer um Sans. Und wenn nicht um Sans, dann um Gaster oder um Undyne oder Asgore vielleicht noch. Für alle anderen Charaktere interessiert sich das Fandom gefühlt nicht. Same. Ich wusste halt auch schon Bescheid, was es mit der Genocide Route auf sich hat. We'll be right back.
Nein, machen wir nicht. Alles klar. Dann danke ich fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes streame. Das muss ich noch für mich klären. Aber was es auch ist. Wir sehen uns dann.